Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in den Kanälen von Legend of Grimrock 2. Ja, nach unserem total dämlichen Tod in der letzten Folge müssen wir das Ganze eben nochmal machen. Also es nochmal mit der Mimik anlegen. Und ja, ich weiß, die Mimik hat eigentlich nichts Besonderes gelagert, deswegen ist der Dietrich eigentlich fast schon Verschwendung. Aber hey. Erstmal sacken wir das hier ein. Den brauchen wir ja natürlich noch. Und dann gucken wir kurz rüber auf die Plattform. Erstmal sicherheitshalber neues Licht zaubern. Hier lag nämlich, glaube ich, auch noch was. Ja, genau, hier lag noch ein Dietrich. Also ja, wir haben 5 Dietriche. Damit lässt sich doch arbeiten. So. Hier rum, hier ist die Leiter nach oben. Da hinten wäre unsere Mimiktruhe. Ja, gehen wir zuerst zu der Mimiktruhe. Die können wir so leider nicht schlagen. So, genau. Komm her. Au. Na, das war nichts. Jetzt sind wir auch noch verletzt. Wo ist die Leiter? Hier ist die Leiter. Ja, komm ruhig her. Wow, du machst ganz schön wenig Schaden bei ihr. Okay, die gingen daneben. Das ging auch daneben. Und weg mit dir. So, Pfeile. Die Caps waren natürlich sehr schick, dass wir die gekriegt haben. Irgendjemand hungrig? Nö. Dann kriegst du mal das Essen. Du bist zwar schon ziemlich überladen, aber trotzdem. So, Pfeile wiederholen. Und soweit ich weiß, nur 15 Pfeile. Genau, hier hatte ich einen vor dem Safe aus Versehen hingeschossen. So, dann können wir uns jetzt erstmal in Ruhe hier oben umsehen. Nochmal. Ja, ich bin gestorben, weil ich versucht habe, das Geheimnis zu finden bei der letzten Aufnahmesession. Und ich habe immer noch so das Gefühl, dass die Entwickler so gemein waren und das Ganze in diese Sperrgrube gepackt haben. Oh, 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 oh. Wo? Hoch? Uff. Ja, die Ecke fehlt noch. Hier ist allerdings auch nichts mehr. Mach mal zu da. Keine Lebensregeneration, weil ich an der Brust verletzt bin. So, jetzt hier an der Säule war ein Knopf. So, der macht hier auf. Genau, hier hinten. Macht er das Secret auf, wo, ja. Autsch. Wo die Heilpflanzen, die ganzen Kräuter drin sind. Ich würde eigentlich gerade sagen, was passiert eigentlich, wenn ich die in einem Sack aufbewahre, aber ich habe das Gefühl, dann vermehren die sich nicht mehr so. So, den zweiten Mörser können wir hier stehen lassen. So, damit wäre hier alles aufgedeckt. Nur da oben kommen wir nicht lang. Jetzt will ich mich doch nochmal hier umschauen. Ob hier irgendwo ein Schalter zu sehen ist. Weil von hier oben sieht man nicht wirklich was. Ich gehe mich mal kurz erstmal heilen und speichern, dass ich das mit der Mimik nicht nochmal machen muss. Weil ich jetzt gleich schon wieder krepiere. Wir haben ja jetzt den Power Gem und alles. Und ja, da rein müssen wir auch noch kommen. Ich habe ja immer gemunkelt, dass man hier reinkommt.
Sieht jedenfalls ein bisschen danach aus. Deswegen gucken wir uns da als nächstes um, sobald wir das Secret gefunden haben oder ich es aufgegeben habe. LP 061. So. Gut. Da geht's hier wieder rein. Hier rum. Man sieht von hier oben ziemlich schlecht. Kann ich kurz hier abkürzen. Sobald die Speerfalle hier vorbeigekommen ist, genau. Einmal hier hoch. Ich habe hier immer noch das Gefühl, dass es da zwischen den Dingern ist. Das sieht da aber komisch aus. Lass doch mal die Speerfalle vorbeikommen. Wo ist sie gerade? Da. Ah, Tatsache, da ist ja ein Knopf. Gott, den sieht man von da oben, aber man sieht ihn verdammt schlecht, muss ich sagen. Da ein ganz kleines Fitzelchen sieht man von ihm. Okay. Und da hinten ist aufgegangen. Sehr schön. Hallo, Secret. Haben wir erst einmal so einen Stein auf Protection. So. Eine Fackel, die wir einfach mal rausnehmen und ins Wasser werfen können. Und einen Magierhut. Protection, Willpower und Resist. Da ist dieses Xafi-Ding eindeutig schlechter. Und kann hier zu dir nachher da Kuschelkammer abgelegt werden. Nebenbei, ich will mal kurz rumprobieren, was für Potions ich jetzt so brauchen könnte. Tarion fehlt um Potion. Na, zum Glück werden die Pilze dabei nicht verbraucht. Das bringt schon mal nichts. Das? Nein. Das? Nein. Das auch nicht. Oh, nebenbei, ich habe alle Kräuter, die man finden kann, gefunden. So vielleicht? Nö. Also, das bringt nichts. Das bringt Anti-Venom. Rage Potion, das bringt auch nichts. Und das hatten wir schon. Du, in Kombination mit dem hier, bringst Schildtrank. Das ist das Gegengift gewesen. Das bringt nichts. Du mit dem machst gar nichts. Du bist, glaube ich, Gift. Du mit dem machst auch nichts. Das heißt, da kennen wir noch gar kein Rezept für. Also ja, wir können einfach mal alles durchprobieren, ob irgendwas dabei rumkommt. Weil ich vermute mal, es gibt jetzt mittlerweile auch Dreierrezepte. Aber sieht bis jetzt nicht danach aus, als ob ich was hier finde. Nee, da müssen wir warten, bis wir das Rezept lernen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, dieser Bereich hier ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt mal wieder auf Tauchgang. Also ja, wir brauchen jetzt nicht speichern, weil ich ja weiß, wo der Schalter ist. Dann können wir das einfach im schlimmsten Fall nochmal machen. Nebenbei, du. Gib ihm mal den Fangstab hier, für den Fall, dass wir unter Wasser kämpfen müssen. Und Tatsache, hier ist ein Durchgang. Ups. Da will ich jetzt aber einfach nicht einfach so da drunten durch. Ich aktiviere mal das Feuerschild. Weil da hinten wuseln, soweit ich weiß, noch Feuerelementare rum. So. Also hier drin sind irgendwo, soweit ich weiß, Feuerelementare. Hallo. Ein Schaden, das ist nicht gerade viel, Kumpel. Ihr könnt ja sowas von gar nichts mehr. Ja gut, ihr könnt schnell zustechen, aber... Okay, das macht dann doch ein bisschen mehr Schaden. Ihr könnt euch anstellen zum Sterben. Ja, komm ruhig her, Feuerelementar. Oh, Feuerschild ist aus.
Das ist nicht so gut. So. Weil ich bin mir sicher, hier fliegt doch irgendwo eins rum. Also ja, sie machen immer noch guten Schaden, die Kerle. Aber dann doch nicht mehr so heftigen. Hallo, Feuerelementar. Da ist doch so ein Springer. So, den prügeln wir mal runter. Komm, kriegst du Giftbolzen. So. Ja. Okay, sieht nicht so aus, als ob es hier noch ein Feuerelementar geben würde. Ich hoffe es jedenfalls mal, dass das das einzige Feuerelementar war. Und es wird dunkel. So, frisches. Nein, da ist noch eins. Ja, komm her. Autsch. Okay. Hier sind Plattformen in der Mitte. Die schauen wir uns gleich an. Erstmal will ich kurz hier rein spicken. Da ist wieder eine Truhe. Das ist garantiert wieder eine Mimik. Fackel, Ketten an der Wand. Okay, gucken wir uns mal im Wasser um die Dinger drumherum. Nee, halt, erst mal pennen wir eine Runde. Okay, sie kriegt keine Regeneration. Trink mal den Heiltrank. So, und du hast Hunger? Du hast doch noch was zu essen bei dir. Nein, hast du nicht. Ja, aber du hast jede Menge Fisch. So. Gut, hier sind jede Menge Leitern. Hier wollen wir nicht lang. Denke ich mal. Ich will erstmal um diese Dinger hier rum, um diese kleinen Inselchen hier rumgehen. So, hier rum. Vor allem will ich auf die eine drauf, auf die hier. Das sah nämlich so aus, als ob da was liegt. So, genau. Hallo. Ja, Munition für ihn hier. Und da wir so viel Munition haben, können wir auch mal mit ihm wieder rumschießen. So. Hier wieder runter. Hier rum. Manakraut. Ja. Habe ich mir fast schon gedacht, dass er da unten mal wieder jetzt rumliegt. Also ja, ich decke jetzt mal alles auf, dass ich mir das in Ruhe angucken kann, weil irgendwie kommt mir das komisch vor. Sieht fast wieder aus wie ein Rätsel, dieser Raum. Mit diesen Tetris-ähnlichen Formen. Moment mal. Habe ich das nicht schon mal gesagt mit den Tetris-ähnlichen Formen? Wo war das? Wo war das? Ja, das sieht jedenfalls aus wie ein Tetris-Baustein und der hier wie ein verkrüppelter, genauso wie der da. Ja, machen wir nachher gleich. Erstmal will ich in das Zimmer da reingucken. Das geht ja netterweise nicht auf. Vielleicht gehört das Rätsel ja da dazu. Oh, ein Crossbow-Quirbel. So. Ich finde jetzt gerade den Weg nicht mehr nach oben. Ja, danke. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Ah, hier haben wir es ja. Ich wusste doch, dass ich das sowas irgendwo schon mal gesehen habe. Soll das die Reihenfolge sein der Inseln, wie wir sie betreten sollen? Also ja, dann wäre zuerst die da. Dann die da. Dann die da.